Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. So, wir müssen jetzt hier gefälschtes Siva finden. Da oben. Ich brauche Pferd. Wow. Unter einem Haufen Vogelnester, okay. Ah ja. Hast du von dem neuen Stand mit Schätzen aus dem Tempel von Siva gehört? Aus einem Tempel? Bist du verrückt? Ich komme. Willkommen. Wir haben viele einzigartige Schätze zu verkaufen. Interessiert? Das soll echt sein, aber es ist eine Fälschung. Und keine sehr gute. Nicht gefälscht. Es ist echt. Interessiert? Ist das dein Stand? Ja, meiner. Viele einzigartige Schätze aus dem fernen Siva. Keine Fälschungen, keine Nachahmungen. Hast du auch etwas Echtes? Das sind doch sicher nicht deine besten Stücke. Was soll das heißen? Sie sind echt. Ich habe Wertvolleres in meinem Lager. Ich bring dich hin. Nicht weit von hier. Du folgst mir. Du lässt deinen Stand dann einfach Dieses so allein. Dieses Abzeichen ist nicht sehr gut. Weißt du, wir haben bessere. Interessiert? Da gibt's ja Das nicht. Gefällt mir. Und deine anderen Schätze. Sind die auch gefälscht? Ich sag doch, nicht nachgeahmt. Ach, woher weißt du es? Meine Schätze sind nicht wirklich echt, aber auch nicht wirklich falsch. Meine Mutter hat auf jeden Fall auch echte. Hey, ich habe ein Geheimnis. Ich war einst ein Major in Siva. Ich habe die echten Sachen gesehen. Oh, wie gemein. Ich habe sie selbst gemacht, weißt du? Hat noch keiner gemerkt. Keine Sorge. Es sind gute Fälschungen. Ich sag's niemandem. Sie sind nicht falsch. Warst du wirklich ein Magi? Vielleicht bist du falsch. Hey, du bist ein vorlautes Kind. Mal sehen, was deine Mutter hat. Wir gehen den Kanal entlang. Geh vor. Ich ahme dich nach. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Meine Mutter! Oh nein, was sollen wir tun? Da stimmt irgendwas nicht. Was denn? Oh. Hab keine Angst. Du hast Glück, dass ich echt bin. Bleib hier und versteck dich. Hey! Ich habe ein hübsches Schwert. Interessiert? Wer bei Hades bist du? Oh, 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 oh. Dafür lasse ich dich leiden. Ist es eigentlich schwer, so ein Meisteridiot zu werden? Was sind das auf einmal für Typen, ey? Zu essen, mal an der Hand. Nimm alles, was du willst. Wie schon gesagt, ich habe kein bisschen Geld. Aber ich habe einzigartige Schätze aus Siva. Mutter, er ist kein Bandit. Er ist mein Freund. Du hast uns gerettet. Ich schätze, du bist wirklich echt. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Er hat uns gerettet? Dann müssen wir ihm etwas geben. Wir zeigen uns immer erkenntlich. Vergessen? Ich habe etwas. Hier. Die echte Imitation eines Repesh aus Siva. Es ist selten. Wird nicht mehr hergestellt. Nimm es, als Zeichen unseres Dankes. Mutter, er weiß schon Bescheid. Danke, eine Ehre. Ja, ich sehe es. Es ist wirklich echt. Solche gibt es kaum. Mögen deine Jahre glücklich sein. Dass er auch noch mitspielt.
Okay. Finde einen Ort zum Ausruhen. Mhm. Okay, das will ich jetzt aber erstmal nicht. Was haben wir denn hier? 7 Bauern. Ach ja. Ach, von wo komme ich denn da dann am besten? Da habe ich hier nirgendwo was auf, ne? Nee. Okay, pass auf. Ich mache jetzt erstmal das hier. Dann mache ich die andere zu Ende und dann hole ich mir das mit diesen 7 Bauern. Cäsar schlief zu sehr ungewöhnlichen Zeiten, um sich gegen Attentate zu schützen. Ja, das kenne ich. Das mache ich auch. Obwohl man mich unter... Mich könnte man auch im Schlaf klauen. Ich würde das nicht merken. Los! Aber das liegt daran, dass ich mit Ohrstöpsel schlafe. Papa, bevien! Nun es redde! Na, 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 na! Niki Tesseris des Etisios Garesti! Si! Gib den Weg frei! Was stimmt nicht mit dir? Halt! Bleib stehen! Wieso soll ich stehen bleiben? Sehe ich nicht ein. Ich habe jemanden umgeritten. Oh. Pferd, du solltest aussteigen. Das Pferd wird vollkommen ignoriert. Was haben wir denn hier? Sobek. Ich will nicht, dass du mit ihm spielst. Da wohnt der Menschenfresser. Hä? Willst du in Stücke gerissen werden? Jetzt. Senni, vergib mir. Ich konnte es nicht überhören. Sagtest du eben Menschenfresser? Ja, der Menschenfresser holt sich schon seit Monaten die Leute von hier. Menschen werden vermisst. Weiß der Philakitai davon? Die Philakitai sind nutzlos. Erst letzte Woche sind 3 Fischer verschwunden. Kurz darauf trieben Stücke von ihnen im Fluss. Sie haben nichts getan. Können auch die. Wir wissen sowieso, wer es ist. Krokodile gewesen sein. Der verrückte Alte da hinten. Wir behalten ihn im Auge. Die Dinge sind oft nicht, wie sie scheinen. Nee. Ich sollte mit dem Menschenfresser reden. Er könnte von Sobek besessen sein. No. Er ist zu verrückt, um der Menschenfresser zu sein. Er tut nie etwas anderes als beten. Er frisst die Opfer von Sobek. Sobek frisst. Da ist Fleisch in den Körben mit dem Fischfutter. Götter, etwa Menschenfleisch? Auf seinem Land verschwindet niemand. Sie tauchen bloß im Fluss bei seinem Haus auf. Alles, was in die Strömung gerät, wird hier angespült. Fleisch. Faulig und aufgedunsen. Und schwer zu identifizieren. Es kommt von stromaufwärts. Das ist ja das reinste Schlachthaus hier. Aber ich weiß nicht, ob das Menschenfleisch ist. In all meinen Jahren als Magi habe ich so etwas noch nicht gesehen. Es wird von weiter stromaufwärts angeschwemmt. Mein Freund, hast du kurz Zeit? Weißt du etwas über die vermissten Leute hier? Ich bin nicht dein Freund. Verschwinde von hier! Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den spitzen Zähnen. Sobek frisst, wenn er sich paart. Er zerfleischt, wen er will. Okay. Aus dem bekomme ich nichts Sinnvolles heraus. Sobek frisst mit seinem Maul. Er mit den...
Herr Newt. Hallo. Wie heißt du? Das ist meine Sobek-Puppe. Siehst du? Er trägt seine Kinder in seinem Maul. Vater hat sie mir geschenkt. Das ist, sehr hübsch. Kannst du meinen Freunden sagen, dass sie zurückkommen sollen? Sobek hat nicht wirklich die Leute im Fluss gefressen. Das ist nur ein Spiel. Was? Rote Heruje! Ah, guck mal da, die Blutspuren. Ja, ja, ich sehe. Noch mehr Blut im Wasser. Es kommt aus dieser Höhle dort. Bei Amun, was geht da vor sich? Ach, wollen wir das wirklich sehen? Oh, was? Nein. Oh. Och. Oh Gott. Wo bin ich gelandet? Es stinkt nach Tod. Hier müssen all die Leichenteile herkommen. Oh Gott, Krokodil, ey. Amun, so viele Leichen. Ja, und du bist da drin schwimmen gegangen. Alle angefressen. Oh, und dieser Gestank. Wie sehen wir überhaupt aus? Wir sehen nicht gerade sauber aus, ne? Oh Gott, sind wir krank? Kissen und Luxus. Das sieht nach Sitzen für eine Art Theater aus. Hallo? Guter Wein und Erfrischung. Bitte, hilf mir! Wer hier gesessen hat, wurde gut umsorgt. Kissen und Luxus. Den Göttern sei Dank. Schnell, wir müssen gehen, bevor er zurückkommt. Wer? Was geht hier überhaupt vor? Der Einbalsamierer. Er wirft den Krokodilen Menschen vor. Seine Gäste sehen zu, wie sie zerrissen werden. Oh. Ganz ruhig. Du bist sicher. Wo ist er jetzt? Sicher? Keiner ist hier sicher. Er hat mich auf dem Markt entführt, als ich Fische verkauft habe. Ich verschwinde hier. Ich hätte nie für möglich gehalten, dass jemand zu so etwas fähig sein könnte. Ich werde einen Weg zum Markt finden. Das ist seine letzte Vorstellung gewesen. Na gut, wir folgen dem Typen jetzt einfach mal. Einbalsamierer, ich wurde über deinen kleinen Vorführungen informiert. Die ketzerische Verwendung von Sobeks Kindern zur Unterhaltung ist, wie du wissen musst, ein ernsthaftes Vergehen. Darüber hinaus agierst du auf dem Gelände des Tempels und riskierst damit, den Namen des Tempels und des gesamten Kultes zu beschmutzen. So, zuwider mir dein Treiben auch ist, könnten wir vielleicht zu einer Einigung gelangen, die für uns beiden vorteilhaft ist. Mein Partner wird dich bald mit den Einzelheiten einer Vereinbarung aufsuchen. Ich schlage vor, du behandelst sie mit dem gebührenden Respekt, Sehetep. Immer dieser Sehetep. Du da! Halt! Wer? Ich nicht. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, man will uns hier nicht. Will man uns hier? Ich weiß nicht. Hey, was? Ach, da hinten. Aus dem Weg! Ja.
Der Philaki-Tai ist da hinten. Ich wundere mich richtig, dass ich jetzt weiß, wie der heißt. Ey, ich habe die ganze Zeit immer nur Bulle gesagt, weil ich mir nicht merken konnte, wie der heißt. Aber wahrscheinlich, weil ich in letzter Zeit den Namen sehr oft gehört habe. Idiotin! Oran Bulimi, die Mechanistin! Agalmado Bion! Alicente! Na, 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 na! Die Gnomen tun nicht, dass du ein Gelo da exo me! No, der ist aber sowas von in der Nähe. Bewegung, los! Du Narr, was denkst du dir dabei? Boah, der ist genau da, wo ich hin will. Aus dem Weg! Bewegung, los! Oh, der kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Gemeinsam lenkt den Gegner ab. Ich mach weiter. Erstmal abwarten, bis der Philaki-Teil weg ist. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Ja, der geht die Straße nach vorne. Und das gefällt dir? Nun balsamiere ich dich ein! Ich hab einen Bug. Scheiße, ich hab einen Bug. Was ist das denn jetzt? Oh, scheiße. Davon profitieren. Wer von euch das neue Amüsieren? Oh, ich muss sterben. Kann dies ab sofort tun. Ich muss sterben. Gib den Weg frei. Der brutale Mord an einem griechischen Händler im Elendsviertel zeigt, dass wir mehr für die Sicherheit tun müssen. Los, töte mich. Hinterher! Du kommst hier nicht vorbei. Beschütz den Kyrios. Ich hab das Ziel in Sicht. Wir fallen auf dich wie ein Berg. Jetzt schlag doch zu, ey. Danke. Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest. Aus dem Weg. Los! Also ich hatte voll den Bug. So kann ich die Quest nicht abschließen. Das ist scheiße. Philakis. Wie heißen die jetzt? Philakis? Philaki? Philaki-Tai? Ich habe keine Ahnung. Ich sag Philaki. Philaki-Tai. Philaki-Tai. Ich sollte Pardiaset von Cetep erzählen. Das wird ihm nicht gefallen. Finde den einen Balsamierer. So, den finden wir jetzt erstmal. Morias Paraskevas Matatuta Estin. Das neue Amüsierviertel. Der Triumph griechischer Baukunst bietet Kultur und Erholung für alle. Sobald die Sicherheitsprobleme gelöst sind, werden wir. Nun balsamiere ich dich ein! Ein kranker Mann. Das setzt seinen Taten ein Ende. Mögen sich die Götter um seine zahlenden Gäste kümmern. Hey, was? Ich schlitze dich auf! So.
Mangelnder Glaube. Genau, ich muss da runter. Du, wer von euch das neue Amüsierviertel besuchen will? Oh, das geht mir auf den Nerven mit seinem Amüsierviertel, ey. Der macht die ganze Zeit nur Werbung. Wo sind Sobek und seine speichelleckenden Priester? Bei den Göttern. Was ist passiert? Mögest du in das Land der Duan eingehen. Möge Sobek... Medjay, du kommst spät. Sehetips Männer kamen, um mich zu töten. Das sehe ich. Nicht schlecht für einen Priester, der Blutvergießen verabscheut. Ich war nicht immer Priester. Ich dachte, ich wäre alledem entkommen. Sehetep und ich haben gemeinsam zum Glauben gefunden. Sind gemeinsam dem Tempel beigetreten. Ich wusste, dass er mit sich rang, so wie auch ich. Aber ich muss ihn aufhalten. Keiner darf wissen, dass ihr gegen ihn vorgeht. Nicht, wenn der Kult überleben soll. Es sieht schlecht aus, wenn ein Priester tötet. Ich sollte das tun. Du hast recht. Du findest ihn am nördlichen Tempel. Ich treffe dich dann davor. Oh. Ich sollte irgendwie Reisegeld kriegen. Ja, da ist er! Für Sehetep, das ist dieser aufdringliche Medjay. Alle sind gerade irgendwie hinter mir her. Kriegst du das hinfährt? Nein. Hätte mich auch gewundert. Und sie wieder, Idioti. Scheiße, ich krieg das nicht hin. Okay. Der Haupttempel Sobeks. Sehetep ist da drin. Er wird gut bewacht. Ich muss überlegen. Scheiße, ich möchte da nicht so rein, dass, wieder alle auf mich drauf gehen. Boah, sind wir weit oben. Okay, diese Zone ist tabu. Ein bisschen sehr hoch gerade. Wie komme ich denn da rum? Ich komme da überhaupt nicht rüber irgendwie. Jetzt ist der Tempel auf einmal tabu, weißt du? Okay, da drinne. Och. Hat mich an ein Deck? Nein. Und wieder hoch. Ich habe da nämlich, glaube ich, ein Fenster gesehen. Jawohl. Der Medjay, der unser Schiff überfiel. Wer ist er? Scheiße, es war der Falsche. Du schmutziger Ungläubiger! Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Ich sollte Padiaset treffen. Ah,
Problem ist, dass wir immer noch hier in so einem Dingens sind, ne? Was? Was hast du hier verloren? Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. Oh, Gott sei Dank. Denkst du, Tod. Der Magi wird Erfolg haben? Nee, doch nicht. Ja, er ist ein Ich hatte Erfolg. Sehetep wählte den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. Dankeschön. So, meine Lieben, ich sag jetzt aber erstmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Gebt den Weg frei!